Hallo und herzlich willkommen hier zurück im kleinen Chaos Druckstudio. Heute großes Thema Filaflex. Was ich bis jetzt so mit Filaflex gemacht habe, das blende ich jetzt hier mal noch ein. Ich habe schon mal ein bisschen versucht, Schuhe zu drucken, die danach recht flexibel waren. Ich habe jetzt hier, wo mein Handy eingespannt ist, mir eine Art Gummiband gedruckt, damit diese Klammer das Handy richtig schön hält. Dann hatte ich aber einen Auftrag bekommen, sage ich mal, für die Kartbahn, um Reifen zu drucken. Und wie und was da so draus geworden ist, das möchte ich euch jetzt hier heute mal zeigen. Auch was man ein bisschen beachten sollte, wenn man Filaflex druckt. Als allererstes sollte man seinen Extrudermotor dementsprechend ein bisschen umbauen. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen was gedruckt, was ich hier reinsetzen kann. Da ist innen drinne ein Loch noch gebohrt, wo dann so ein PTFE-Schlauch mit verbaut ist, wo ich dann direkt das Filament hindurchführen kann. Und wenn der das dann da reindrückt, dass dieses Filament, dieses Filaflex, dieses weiche Filament nirgendwo anders hinkrauchen, hinkriechen kann, sondern nur unten dann zum Hotend raus oder halt auch durch euren Schlauch. Also das funktioniert mit Bauden genauso, nur sollte der Bauden nicht allzu lang sein. Ich denke, beim Tronxi hier hätte ich da ein ganz, ganz kleines bisschen Probleme, weil das schon extrem lang ist. Beim CR10 ist er recht kurz. Da denke ich, sollte das auf jeden Fall noch gehen. Nur muss man dann hier gucken. Es kann sein, dass da schon zu viel Luft ist und dass da jedes Mal das Filaflex links und rechts rauskraucht. Das muss man auch mal probieren. Und dann ging es auch schon los mit dem Druck. Ich habe mir eine Röhre gezeichnet mit oben und unten einer Phase. Das Ganze wurde mit 220 bis 230 Grad gedruckt. Da musste ich noch ein bisschen rumspielen. Die Geschwindigkeit waren 30 mm pro Sekunde und das Heizbett war aus. Also das kann man kalt drucken. Nach mehreren Versuchen hat es dann einigermaßen geklappt. Sah dann auch noch ein bisschen besser aus als jetzt dieser Versuch hier. Ist eigentlich Vasemodus, aber weil das Objekt so dick war, fährt er einmal links, einmal rechts und hin und her. Hier ist dann das fertige Objekt und schon geht's auf zur Kartbahn. Damit hatten wir uns vorher beholfen, wir hatten da so lustige Gummibändchen dran und jetzt haben wir, oder jetzt habe ich halt diese Reifen hier gedruckt aus Filaflex, die wir da drüber ziehen und die Karts rutschen auf diesen Plastikrädern, auf diesen Fliesen hier einfach nur durch. Nach 3, 4, 5 Runden durchrutschen kriegen die so viel Schwung, dass die fahren können. Aber das ist halt nicht so das, was man sich darunter vorstellt. Wir sind jetzt mit neuen Reifen ausgestattet. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde. Ja, so liebe Leute, das war jetzt, wie repariere ich ein Driftkart.
Mit Filaflex, also flexibles Filament, wofür kann man das jetzt alles nutzen? Das war jetzt mal so Sachen oder das war jetzt mal ein Ding, was mir damit eingefallen ist. Also ich einfach mal einen Reifen drucken für ein kleines Kart, was standardmäßig mit so einem Plastikreifen auf Fliesen nicht läuft. Scheffe war gerade sehr begeistert, dass seine Karts jetzt bereift sind. Klar, in unseren Ekodromfarben grün, grau oder halt an schwarz für den richtigen Reifen wäre das jetzt viel interessanter noch gewesen. Ich habe jetzt leider nur dieses blaue da gehabt. Genau, das war's so zu meinen ersten Erfahrungen mit Filaflex. Ich finde das ein richtig geiles Filament, ein richtig spannendes Filament, mit dem man auch noch bestimmt viele andere Sachen machen kann. Handyhüllen zum Beispiel. Wie gesagt, so Gummibänder, die jetzt in dem Fall jetzt hier mein Handy halten, aber das kann ja auch sein, dass man das für ganz andere Sachen nutzt. Ist zwar in Deutschland, glaube ich, auch nicht so ganz erlaubt, aber vielleicht kann man sich auch eine Zwille drucken. Muss man mal schauen, ist auf jeden Fall mal notiert auf meinem noch nicht vorhandenen Whiteboard, aber das ist auch schon wieder so eine Idee, dass man sich vielleicht auch mal ein kleines Spielzeug rauslässt, eine kleine Kanone, eine kleine Zwille, irgendwie sowas, wo man eventuell auch einen Filaflex braucht oder aber auch für mein noch immer ein geheimes Projekt. Da bin ich auch gerade ein bisschen dabei, da nochmal ein bisschen umzuschwenken. Ich habe mir das anders zeichnen lassen von jemandem, wird dann nochmal ein bisschen anders gedruckt, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Und im Moment ist es angedacht, dort auch Filaflex zu verwenden, um die Teile zu verbinden. Wie und ob und überhaupt, das erfahrt ihr dann natürlich auch wieder weiterhin hier auf meinem Kanal. Wenn ihr nicht schon abonniert habt, irgendwo hier unten, haut ihr mal drauf, verpasst ihr keine Folge mehr. Am Freitag jetzt, dem 15., wenn ich richtig bin, ist wieder ein Livestream ab ca. 21 Uhr rum mit einem kleinen Special Guest, also 15.12. Special Guest. Es wurde schon vereinzelt erraten, ich weiß nicht, ob es im Discord oder in der WhatsApp-Gruppe war. Thema Discord, wer das noch nicht hat, hier läuft es gerade auch fast jeden Abend. Ein kleines bisschen Voice-Chat, macht richtig Spaß, ein bisschen Fachsimpeln und Begriffe umeinander schmeißen und es wird einem sehr, sehr viel geholfen. Super Sache, vielen Dank an Voodoo, der das Ganze möglich gemacht hatte, diesen Discord-Server da aufzusetzen. Ansonsten Twitter, Instagram, E-Mail, ihr könnt mir schreiben, ich versuche irgendwie zu helfen oder das zu klären. Und ansonsten soll es das auch schon wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.